Und damit auch herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Und ja, gut ins neue Jahr reingekommen. Nach langen vorproduzierten Folgen endet leider auch meine Produktionsreihe hier an dieser Stelle. Und eine neue Ära beginnt damit. Wir haben einige Folgen im letzten Jahr ein bisschen verballert, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Ich muss auch wirklich sagen, ich muss erstmal wieder mit der Steuerung und allem anderen auch klarkommen. Denn ich habe auch super lange jetzt keinen Controller mehr in der Hand gehabt. Muss mal eben, ich weiß noch, irgendwie ging... Ah, okay. Das war das alles noch. Okay. Licht. Der gute Bewegungssensor. Damit konnte ich scharf stellen. Aber irgendwie konnte ich doch auch meine Waffen und alles wechseln. Oder? Wie ging das denn nochmal? Geht gar nicht. Gerade mal so ein bisschen gucken. Ah, okay, das war Karte. Was ist denn jetzt überhaupt unsere Aufgabe? Durchsuchen Sie die rechte Konsole des Serverspeichers und durchsuchen Sie die linke Konsole des Serverspeichers. Und wir befinden uns jetzt genau wo? Ich habe echt... Back! Sage ich dazu nur. Back! Ah, wir haben gar keine Waffen mehr. Die wurden uns ja abgeluchst. Jetzt erinnere ich mich. Aber ich weiß auch nicht, wo wir hier sind und was wir hier noch machen müssen. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt erstmal dahin, wo es uns der Pfeil auch anzeigt. Nämlich Zugriff rechter Speicher und linker Speicher. Das heißt, wir gehen jetzt durch... Ah, das war um Ecke blinzeln. Okay. Das war Sprinten. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, wieder. Jetzt haben wir es, glaube ich, wieder. Ist hier ein Grafikfehler gerade? Und was ihr im Hintergrund so hört... Wow. Wow, 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 wow. Das so war das. Ah ja, das ging ja nicht. Das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon rausgefunden. Erster Tod, erste Season. Läuft. Gut, dann haben wir das Problem schon mal beseitigt. Ziemlich doof. Ich habe da schon aktuell... Wie oft soll ich denn noch... Nein! Ich mag meinen Controller nicht mehr. Der funktioniert nicht mehr. Der ist nämlich irgendwie ein paar Mal runtergefallen. So. In einigen Teilen der... Toll. Okay, also jetzt nochmal slowly vorgehen. Wir... Oh, wir haben ein paar Ruckler da drin, habe ich das Gefühl. Ne, will ich nicht. Wollen wir nicht. Wo ist dieser blöde Android denn hin? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab Angst. Ah, der ist da hinten. Okay. Haben wir jetzt genug Zeit, uns hier ein bisschen umzusehen? Das ist aber auch ziemlich ungewohnt, hier wieder zu spielen. Man muss erstmal wirklich so ein bisschen darauf klarkommen. Ich dachte, das sei ein Zufall, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh shit, die kommen rein. Sag Susan, dass ich sie liebe. Okay. Okay. Ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Okay, ich glaube, das wird nicht ganz so easy. Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Oh, hat er uns gesehen?
Er hat uns gesehen. Wie geht das denn, Mann? Das ist doch nicht mehr feierlich. Boah, Mamutschka. Einfach. Das war's wieder. Ich muss, glaube ich, erst ein Medikit mehr einschmeißen, ey. Das ist zu heftig, sag ich mal. Und man sieht richtig, ich habe noch die alte Fat Lady der PlayStation 3 Generation, sonst würde nicht ultra lange so ein langer Ladebalken da oben stehen. Das ist schon ziemlich heftig. Aber da macht man nichts. Da muss man einfach schauen, dass man das fertig kriegt. Irgendwie voll den Mückenstich am Hals oder so. Oder zumindest am Kiefer. Ziemlich Alter, sind das Grafikbugs. Wie gesagt, PlayStation 3 Generation ist für'n Arsch. Werden uns in diesem Jahr auf jeden Fall die 4 Besorgen. Oh, ich. Wehe, der kommt jetzt schon. Ich wollte mir ein Medikit reinziehen, ne? Naja, verpiss dich mal. Blöder Android. Hören wir uns den Scheiß nochmal an. Mamutschka. Erdboden verschluckt. Es gibt Probleme mit dem Gefahreneindämmungsverstoß. Synthetensicherheitsverfahren werden hinten und vorne ignoriert. Kommunikation ist abgeschnitten. Ich dachte, das sei ein Zufall, aber. Ich bin. Scheiße. Oh shit. Sie kommen rein. Sag Susanne, dass ich sie liebe. Er hat mich aus den Augen verloren. Das ist gut. Das ist sehr gut. Er freut der liebe Leiten sich. Oh, da kommt schon der zweite. Direkt in den Schrank rein. So. Okay, der Typ kommt jetzt bestimmt da rein. Das ist jetzt doof. Jetzt dürfen wir erstmal kurz warten. Wie war nochmal Luft anhalten? Ach, ist ja egal. Alien ist ja nicht da. Ist ja nur so ein dummer Android. Oh, Mann. Ja, wie findet ihr denn überhaupt zurzeit das ganze Format hier Alien Isolation? Mir gefällt's mega. Ich habe jetzt natürlich einiges wieder zu tun mit Vorproduzieren. Denn für Alien Isolation habe ich nicht immer Zeit, irgendwie was aufzunehmen. Boah, geht der jetzt auch mal weg? Der kann mich nicht gesehen haben. LOL. Hui. Okay. Die scheinen etwas schlauer zu sein als die alten. Wehe, der kommt jetzt wieder zurück. Doch, Mann, er kommt zurück. Warum? Oh, das ist doch unverschämt. Ja, er kommt. Man hört ihn sogar richtig. Jetzt wird sehr wahrscheinlich die Tür aufgehen. Oh, Mann, hier ist ja einiges los. Der kann sich aber auch ruhig vom Acker machen. Oh, no, Rest No Fun soll ich dazu machen. Da scheint keiner zu sein, oder? Nee, da ist auch keiner. Okay. Dann gehen wir jetzt erst in den Lüftungsschacht, der sich da rechts befindet. Das ist sicher nur ein Unverständnis. Wegen jenem verschwinde ich Firmenzeit. Du und Firmenzeit verschwinden. Okay.
muss eine von ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Da sind beide. Diesmal machen wir keinen Fehler. Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Ah, renn doch! Ripley! Nein, du kannst mir nicht helfen. Geh weg, Mann. Ich will einfach nur weg. Boah. Ah! Benutzen! Du wirst hier gar keinen einfangen. Denn ich hau jetzt ab. Oh Mann, renn, Ripley, renn doch. Du dumme Kuh, renn. Nicht rennen. Komm, geh auf. Geh doch auf. Es gibt es nicht. Ja, genau, jetzt geht's auf. Ich kann hier auch gar nicht rennen, Leute. Komm schon. Ah, Sebastian, Link. Ah, schnell, schnell. Alter, schnell weg. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Die reinste Sterbe-Session ist das hier, ey. Das hat doch nichts mehr mit Alien Isolation zu tun. Meine Playstation brüllt im Hintergrund. Und wir sind hier voll am Sterben die ganze Zeit. Gibt es doch nicht, Mann. Irgendwie spielt meine Elgato verrückt, habe ich das Gefühl. Guckt euch diese Bugs an, ey. Das ist nicht mehr wahr, ey. PlayStation kommt damit einfach nicht mehr klar mit diesen hochkarierten Games, die mittlerweile jetzt auf den Markt kommen. Ey, gibt's nicht eine andere Möglichkeit? Kann ich nicht erst die rechte Konsole mir angucken? Ne, ich muss erst die gucken. Ja, gut. Aber das ist so unlogisch, ey, weil man... Okay, der hat mich nicht bemerkt. So, diesmal hören wir uns den Kack da auch nicht an. Vielleicht wäre ich schneller wie der Android? Ne, wäre ich nicht. Ich warte jetzt, bis er da reinrusht. Dann gehe ich... Das Problem ist... Der dürfte jetzt... Dass die immer mit sich selber quatschen müssen, ey. Das ist ja das, was mich so wundert. Okay, er geht rein. Und jetzt gehen wir hier direkt hinterher. Wir müssen den dritten Mechanismus betätigen von auf der rechten Seite. Komm schon, geh auf. Okay. Okay. Ich muss eine von ihnen einschalten, um zu... Ah, mein Auge juckt. Speichermodulen zu erhalten. Uiuiuiui, wo ist der andere? Da hinten. Und der wuschelt darum. Das heißt, der läuft jetzt. So, ich kann von hier aus, kann ich benutzen Nummer 1. Benutzen Nummer 2. Hab mich schon gesehen. Wow, 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 wow. Wir hoffen, sie werden sich uns auf diese Reise anschließen. Oh mein Gott, haben die mich jetzt gesehen? Ist jetzt die Frage. Ich denke eher nicht, dass sie mich gesehen haben, aber lauf doch jetzt mal woanders lang, Jungs. Ich muss nämlich da an den Generator, beziehungsweise an das Sevastolink-Terminal. Die laufen so beschissen, ey. Jetzt läuft der. Oh nö, jetzt haben sie mich eingekesselt. Ah ne, haben sie nicht. Er läuft doch wieder zurück.
Aber wie soll man denn da drankommen, ey? Ich hab's. Ja. Die sind so hohl und checken es noch nicht mal, dass man sie verarscht. Komm schon, auf Terminal zugreifen. Jetzt haben wir es geschafft. Ist mir scheißegal, jetzt haben wir es geschafft. Wenn die erstmal geröstet. Muss ich echt aufpassen? Boah, jetzt werden sie sogar noch niedergeburnt, ey. Ich hätte einen Spezialtrupp einberufen und den Organismus isolieren können und jeder hätte gekriegt, was er wollte. Aber Apollo hat jegliche Kommunikation abgeschnitten. Ist da jetzt immer noch Strom drauf? Techniker im Apollo-Kern antworten auf meine Nachrichten. Ich glaube, ich muss den Strom wieder abschalten jetzt. Ich werde mal schauen. Sie und Ihre Firma können mich mal kreuzweise. Ne. Arschlöcher. Der geht aber richtig ab. Ey, nix. Gar nichts mehr. Das heißt, das war jetzt nur kurz. Ich bin einfach zu schnell vorge... Da ist doch Strom drauf, erzählt mir doch nichts. Wenn ich jetzt ein Gewicht kriege, ne? Ah, ne, alles gut. Ich werde sie einfach... das war natürlich nicht so schlau. Der weiß nicht, wo ich bin. Hihihihihihihihihi. Ist der doof, ey. Der Hohe. Ich weiß, dass sie hier sind. Ich weiß das auch. Ist hier noch Öl? Alter! Macht das nicht noch mal. Dieses Spiel. Da ist noch ein Sensor. Da kriegst du ja nun... Was ist das denn? Ausweiskarte. Wo müssen wir überhaupt hin, Mann? Ah, jetzt darf ich da durch und jetzt muss ich... toll. Jetzt muss ich... Ja, komm, zieh die Maske an, dann erschrecke ich mich wieder. Ich habe mich aber gerade echt zu Tode erschrocken, ey. Aber an dieser Stelle, vielen Dank dafür. Da oben liegt auch noch Komponente B, ich hab's doch gesehen. So, jetzt müssen wir... Schrott können wir auch noch einsammeln. Jetzt müssen wir hier lang, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Aber diese Playstation, die sollte man abschießen. Zugriff auf den rechten Server. Das heißt, ich muss... Wo ist denn der Serverbereich? Irgendwo da, ne? Ist ja wahrscheinlich... Okay. Ah, hier ist noch Sylvester Link. Da haben wir es doch. Oh, ich habe was gehört. Der Bewegungssensor ist angeschlagen. Das ist natürlich nicht so gut. Verkauf... Apollo bietet sie, bittet sie während der folgenden Ereignisse um Geduld. Gefahreneindämmungsanlagen derzeit der Stufe Omega. Danke. Ja. Wunderbar. Sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten, und da Apollo gerade... Ah, jetzt hat er mich gesehen. Kenntnis hier drüber nur auf Verwaltungsratsebene... Jetzt müssen wir mal eben nochmal schauen, ey, weil hier war ich doch schon. Jetzt muss ich da nur. So. Okay, jetzt hab ich's. Ah, sie rennt auch nicht mehr wirklich gut. Ich glaube, Ripley hat einen an der Klatsche. So. Tür verschlossen. Wie? Erstmal speichern. Dann haben wir jetzt wenigstens etwas schon mal geschafft. Aktuellen Spielstand überschreiben, wunderbar, das haben wir auch schon mal geschafft. So, jetzt gehen wir nochmal hier zurück, da haben wir ja nur noch diesen einen blöden Androiden. Da kann also nicht mehr viel passieren. So, hier ist nichts, hier ist auch nichts und hier ist auch nichts. Lalalala. Ah. Dinger konnte ich gerade auch noch benutzen. Gibt es doch nicht, ey. Da ist zu. Aber warum ist denn da zu, Mann? Vielleicht ist hier unten jetzt offen. Das kann natürlich sein, aber das... Ja! Oh mein Gott, ich bin doch auch so ein bisschen hohl, ne? Ja, ja.
Ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt hier durch den Lüftungsschacht. Rein da! Guck mal, da ist sogar ein Terminal. Wie genial ist das denn? Geringe Energie. Was macht denn bitte schön dann so ein Terminal? Ich weiß es doch auch nicht. Alter, was ist das denn für ein fetter Kern? Ist das der... Ah, laut. Hier speichern wir auch nochmal direkt. Jetzt sind wir nämlich am Apollo-Kern. Denke ich mal, dass das der Apollo-Kern ist. Ah, schaut mal an. Aber ich will erstmal mir hier kurz einen Überblick verschaffen. Was ist das denn? Schalter benutzen. Okay, ich habe einen Schalter benutzt. Toll. Jetzt bin ich großartig. So, sicher. Oh nein, nicht schon wieder. Ich mag das nicht. Komm schon. Wo ist denn das Signal? Ey, zum Teufel damit. Ah! Alter, was? Das geht gar nicht! Das kann man gar nicht schaffen! Alter Schwede. Oh mein Gott, das geht gar nicht. Ja, genau. Wie soll man das denn bitte schön schaffen, Mann? Hä? Hier gibt's auch gar kein Signal mehr, Freunde. Okay, ich verstehe noch nicht ganz, was das jetzt hier soll. Dennoch... Ist denn hier was? Boah. Okay, also das ist der Apollo-Kern. Und es ist ganz klar, dass wir dieses Ding irgendwie benutzen, hacken, was auch immer sollen. Oh, das geht gar nicht. Es geht gar nicht. Das kann man gar nicht schaffen. Egal wie schnell man ist. Boah, das ist unmöglich. Das ist auch nur so ein Millimeter. Vergiss es. Das ist nur so ein Millimeterstrich. Ich komme da gar nicht, noch nicht mal mit dem Stick drauf, Freunde. Das ist gar nicht machbar. Vergiss es. Bevor ich mir hier den letzten Versuch vergeige. Sicherheitsstufe ist zu hoch. Ja, sag ich doch. Das ist... Sagt nicht, ich muss das jetzt schaffen, um das Spiel in dem Spiel weiterzukommen, ey. Krieg ich aber echt einen Flipper, ey. Das ist unmöglich. Ich mache das jetzt mit Absicht falsch. Denn das ist nicht machbar. Das ist nicht machbar, Mann. Oh, ich komme noch nicht mal auf diesen Punkt, Mann, Freunde. Was ist das denn? Schreibt mir mal einen Tipp in die Kommentare. Ich empfange hier ein Signal, das ist so minimal. Ey, das ist so lächerlich. Sicherheitsstufe ist zu hoch. Ja, Sicherheitsstufe ist zu hoch, ey. Wie haben die sich das vorgestellt, ey? Das geht gar nicht. Ich hab 2 Sekunden Zeit für das Scheißding. Ja, 2 Sekunden. Wie will man bitte schon in 2 Sekunden 5 Zeichen schaffen? So schnell ist keiner, ey. Vergiss es, niemals. Ey, ohne Scheiß, ich werde die Folge jetzt in 5 Minuten beenden, werde bei Sarah reinschauen und werde gucken, wie die Scheiße funktioniert. Zugriff auf den linken Speicher. Mann, was kommt denn jetzt hier noch alles? Finden Sie einen Weg, um die Speicherkapazität zu senken. K-
Anakin, jetzt sagt mir doch nicht, ich muss hier noch mehr machen. Was ist denn hier los, Mann? Dieses Spiel, ne? Also, zur Rückmarsch. Wenn ich mich recht entsinne, muss ich dann jetzt da rein? Ja. Okay, Speicherkapazität senken. Sollten wir doch hinkriegen. Der Stand benutzen. Ah, guck mal. Wie war das? Oh nein, wie war das nochmal? Ja, ich glaube, das war nicht so schwer. Okay. Oh mein Gott. Okay, wir haben die Speicherkapazität gesenkt. So einfach ist das. Also geht das doch. Mal gucken, wie viel Zeit wir jetzt haben. 20 Sekunden. Oh, guck mal, Leute, wie auf einmal das geht. Ah, ich mag solche Rätsel nicht. Nein! Scheiße, jetzt war ich dumm, ey. Ah! Oh mein Gott! Also trotzdem ziemlich knapp bemessen, ey. Ziehen Sie. Was passiert jetzt? Okay, ziehen Sie Apollo zu Rate. Ja, was muss ich machen? Wow. Okay, ich bin im Apollo-Kern, die Türen sind zu. Was passiert jetzt hier? Alter Schwede. Ah, er läuft doch. Das ist ja mal richtig genial gemacht. Ich sag jetzt schon mal, bis zur nächsten Folge. Haut da rein, euer Lightning LP und ciao. Was zur Hölle? Zwei Tage nachdem wir los sind? Das kann nicht wahr sein. Hundesöhne. Es ist nicht auf der verdammten Station. Was? Scheiße. So ein bisschen gucken. Ah, okay, das war Karte. Was ist denn jetzt überhaupt unsere Aufgabe? Durchsuchen Sie die rechte Konsole des Serverspeichers und durchsuchen Sie die linke Konsole des Serverspeichers. Und wir befinden uns jetzt genau wo? Ich hab euch... Back! Sag ich dazu nur. Back! Ah, wir haben gar keine Waffen mehr. Die wurden uns hier abgeluchst. Jetzt erinnere ich mich. Aber ich weiß auch nicht, wo wir hier sind und was wir hier noch machen müssen. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt erstmal dahin, wo es uns der Pfeil auch anzeigt, nämlich Zugriff rechter Speicher und linker Speicher. Das heißt, wir gehen jetzt durch... Ah, das war um Ecke blinzeln, okay. Das war Sprinten, okay, jetzt haben wir es, glaube ich, wieder. Jetzt haben wir es, glaube ich, wieder. Und damit auch herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Und ja, gut ins neue Jahr reingekommen. Nach langen vorproduzierten Folgen endet leider auch meine
Produktionsreihe hier an dieser Stelle. Und eine neue Ära beginnt damit. Wir haben einige Folgen im letzten Jahr ein bisschen verballert, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Ich muss auch wirklich sagen, ich muss erstmal wieder mit der Steuerung und allem anderen auch klarkommen. Denn ich habe auch super lange jetzt keinen Controller mehr in der Hand gehabt. Muss mal eben, ich weiß noch, irgendwie ging... Ah, okay. Das war das alles noch, okay. Licht... Der gute Bewegungssensor, damit konnte ich scharf stellen. Aber irgendwie konnte ich doch auch meine Waffen und alles wechseln, oder? Wie ging das denn nochmal? Geht gar nicht. Gerade mal so. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh shit. Die kommen rein. Sag Susan, dass ich sie liebe. Okay. Okay. Ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Okay, ich glaube, das wird nicht ganz so easy. Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Oh, hat er uns gesehen? Er hat uns gesehen. Wie geht das denn, Mann? Das ist doch nicht mehr feierlich. Ein paar Ruckler da drin, habe ich das Gefühl. Ne, will ich nicht. Wollen wir nicht. Wo ist dieser blöde Android denn hin? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab Angst. Ah, der ist da hinten. Okay. Haben wir jetzt genug Zeit, uns hier ein bisschen umzusehen? Boah, das ist aber auch ziemlich ungewohnt, hier wieder zu spielen. Man muss erstmal wirklich so ein bisschen darauf klarkommen. Ich dachte, das sei ein Zufall, aber. Ist hier ein Grafikfehler gerade? Und was ihr im Hintergrund so hört. Wow. Wow, 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 wow. Das so war das. Ah ja, das ging ja nicht. Das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon rausgefunden. Erster Tod, erste Season. Läuft. Gut, dann haben wir das Problem schon mal beseitigt. Ziemlich doof. Ich habe da schon aktuell... Wie oft soll ich denn noch... Nein! Ich mag meinen Controller nicht mehr. Der funktioniert nicht mehr. Der ist nämlich irgendwie... paar Mal runtergefallen. So. In einigen Teilen der Se- Toll. Okay, also jetzt nochmal slowly vorgehen. Wir haben